Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem wunderschönen St. Calais von Calais, den Ultramerbär. Können wir doch noch fahren. Von Calais, den Ultramerbär. Die Produktion besitzen wir, haben wir aber noch nie benutzt. Ne? Von daher läuft das. Ganz easy peasy. Ja, Mr. Post, alles fit in Schritt. Guck mal, unsere Reden, ne? Die uns nicht mehr gehören. Das war ein guter Move. Das ist verkauft, die werden mit Dünger gestreut. Ist ja auch mit Dünger streuen. Wie schick er da an? Ich glaube, das ist vom Gefühl oder so. Ne, du kommst ja da hin. Ja. Ne, ist ein Schwab. Hier noch eine Crossbeule drin. Das ist ganz gut. Schöner Schlepper, ne? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, richtig Premium. Eine Tür zu machen ohne Dreck, also mit Dreck ist ja nicht so einfach, ne? Ist die zu. Nicht so einfach. Den Schlepper brauchen wir noch nicht waschen, der ist ja noch sauber, die. Oder hier in die Wände abzikulieren. Nehmen wir den Wasserschlauch drüber rücken. Schöner Schlepper, ne? Alter, nein, hätte ich nicht gedacht, dass der so cool ist. Ich habe hier eine andere App drauf, ne? Nein, nein. Sollen wir die nehmen? Nee, nee, nee. Was ist das denn hier alle? Ne, die können wir nicht benutzen. Wir müssen unsere normale High-Teach-App nutzen. Ich habe ja gar nicht viele drauf, ne? Geht nicht anders. High-Teach-Schlippe. Schlüssel rumdrehen. Ein bisschen warm laufen lassen. Bremse raus, abfliegen. Bin ich für auch mal was anderes machen, ne? Ich will nur hier so und da so. Ne, auch mal das hier. Oh, ich brauche. Ganz easy Chili. Ganz easy peasy, ne?
kriegen wir hin. Abfahrt! Ha! Endlich wieder Komik vorne. Haben mir ein bisschen gefehlt, ne? Der Hyundai ist cool, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, vor dem Modder ziehe ich meinen Hut. Aber dies ist der beste Schlepper in LS22. Kann ich immer wieder nur sagen. Es gibt keinen besseren. Müssen wir uns nichts vormachen. Da kommt kein Schlepper dran. Ist so. Muss man sich nichts vormachen. So, ich würde dir was erzählen, aber ich bin so weit von dem Mikro weg, ne? Ich muss hier aufpassen, ich gerade in die Küche gehen. Ja, das läuft. Die Küche ist auch bald aus, da. Können wir noch während des Gottesdienstes ein bisschen fliegen. Das läuft. Guck mal, die Nachbarn da, ne? Gartenhäuschen in Garten, ne? Wahrscheinlich steht da der Rasenmäher drin, ne? Ich weiß nicht noch was alle. Ja. Der Pfarrer füttert dich nachher. Vor eine Kollekte. Wir haben da nicht so Zeit für. Wir müssen jetzt sich von uns bestuckeln hier, oder? Ich dachte, wir hätten hier was gesehen oder so. Wenn wir nicht so dürfte. Das wäre nicht schick. Guck mal. Lord. Ganz gut so. Für dich zumindest, ne? Weil besser kannst du gar nicht laufen. So, guck mal, langsam zurück vorne, ne? Kein Stress. Immer schön Chili Vanille. Oh. Erstmal das halbe Gefüge kaputt wieder drüber brackeln. Das ist immer wichtig, damit das auch schön verdichtet ist. Und dann vorwärts mit einer Kupplung kommen lassen. Ordentlich auf den Pin treten. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr nicht schwarz räuchert, dann stimmt was nicht. Dessen musst du dir ganz sicher bewusst sein. Halt alte Technik. Aber das läuft. Würde ich mal behaupten. Mann, wie das läuft. Richtig prima. Ich bin am überlegen, ob ich gleich ein bisschen streame, ne? Ich muss eh mal ausprobieren mit 4K-Streamen, ob das mit unserem Internet funktioniert und so. Weiß ja noch nicht. Vor allen Dingen, was soll ich streamen? Ich habe alle Projekte immer soweit fertig. Könnten wir aus der Reihe streamen, ne? Ja, dann würde nur gerade gehen eigentlich. Aber guckt hier keiner. Ja, ich weiß es nicht. So, erstmal muss ich jetzt fliegen. Ist ganz wichtig.
damit der Laden läuft, ne? Oder was sagt ihr? Sicher, ne? Sigi. Premium 5000, ne? Da hinten hat er so abgehackt gefühlt, hier so weit. Auch komisch, ne? Schon komisch. So, ganz anders. Der ist aber umgehobst. Flitzebogen ist und Stissel. Beim Plögen, ne? Flitzebogen, das ist nicht schön. Was willst du machen? Svenny ist Weltmeister im Flitzebogen fliegen. Das habe ich schon immer gut hingekriegt. Kante von der Motorhaube, eine Furche dran und passt da auch noch was. Das ist ja für diese, weiß ich nicht, ob das die letzte Ecke ist zu fliegen, glaube ich nicht. Wie gesagt, wir müssen noch Kalk streuen, aber wir tun danach erst noch Steine sammeln und so. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig, dass die Ecke jetzt hier unbedingt. Nee, doch, ist wichtig. Muss noch gesät werden, ne? Wir sind ja schon Oktober, oder? Nächsten irgendwie einen Tag kannst du ja nur noch Gras sehen. Hier können wir nämlich noch Ölradik sehen. Das ist schon Premium, wenn wir das noch fertig kriegen. Weil überall Gras sehen will ich auch nicht. Wir wollen ja auch irgendwas im Frühjahr nochmal eher sehen. Und wenn du Gras drauf hast, fühlt sich genötigt, den noch einen Schnitt runterzuholen. Ne, den lass mal. Hier kommt Ölrettich hin. Auf die Sojabohnen-Ecke machen wir auch Ölrettich. Gucken wir dann mal, was wir da sehen im Frühjahr. Hafer brauchen wir noch, ne? Sorghumhiese. Ein paar Rübkes. Vielleicht auch ein paar Kartoffelkes. Mal schauen. Wo die Reise hingeht, das wissen wir ja nicht, ne? Kein Stress. Stress ist uncool. Dann läuft der B. Ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.